In diesem Video möchte ich mit dir über 16 Adjektive sprechen, die die meisten Deutschlerner nicht kennen. Aber keine Sorge, das Video wird nicht zu lang. Und am Ende des Videos habe ich eine Überraschung für dich. Na dann, lass uns anfangen. Das erste Adjektiv ist verantwortungsbewusst. Verantwortungsbewusst. Responsible. Sich seiner Verantwortung bewusst sein und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Ein Beispielsatz: Ein verantwortungsbewusster Mitarbeiter erledigt seine Aufgaben gewissenhaft. Ein verantwortungsbewusster Mitarbeiter erledigt seine Aufgaben gewissenhaft. Oder eine verantwortungsbewusste Person denkt auch an andere Menschen. Eine verantwortungsbewusste Person denkt auch an andere Menschen. Das nächste Wort: Nachhaltig. Nachhaltig, also sustainable. So beschaffen oder angelegt, dass es über einen längeren Zeitraum bestehen und wirken kann. Auch umweltschonend und ökologisch. Beispiel: Nachhaltiges Wirtschaften ist sehr wichtig. Nachhaltiges Wirtschaften ist sehr wichtig. Oder eine nachhaltige Energieversorgung ist der Schlüssel zur Zukunft. Eine nachhaltige Energieversorgung ist der Schlüssel zur Zukunft. Dann habe ich für dich belastbar. Belastbar. Also sowas wie resilient. Und die Bedeutung: fähig, körperlich oder psychisch hohe Anforderungen auszuhalten. Fähig, körperlich oder psychisch hohe Anforderungen auszuhalten. Zum Beispiel: Ein belastbarer Mitarbeiter kann auch unter Druck gute Leistungen erbringen. Ein belastbarer Mitarbeiter kann auch unter Druck gute Leistungen erbringen. Das nächste Wort: verbindlich. Verbindlich. Sowas wie binding. Die Bedeutung: verpflichtend, bindend, von vertrauenswürdiger und zuverlässiger Art. Ein Beispielsatz: Eine verbindliche Zusage ist wichtig, um Termine einhalten zu können. Eine verbindliche Zusage ist wichtig, um Termine einhalten zu können. Oder: Im Geschäftsleben sind verbindliche Absprachen unerlässlich. Im Geschäftsleben sind verbindliche Absprachen unerlässlich. Die nächste Vokabel ist selbstbewusst. Selbstbewusst. Confident or self-confident. Und die Bedeutung ist: festes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken haben. Und das Beispiel: Ein selbstbewusstes Auftreten ist in Vorstellungsgesprächen wichtig. Ein selbstbewusstes Auftreten ist in Vorstellungsgesprächen wichtig. Oder: Kinder sollten ermutigt werden, selbstbewusst aufzutreten. Kinder sollten ermutigt werden, selbstbewusst aufzutreten. Dann habe ich für dich verlässlich. Verlässlich, also reliable. Und die Bedeutung ist: aufgrund früherer Erfahrungen und Eigenschaften vertrauenswürdig oder zuverlässig. Beispiel: Ein verlässlicher Mitarbeiter erledigt seine Aufgaben immer zuverlässig. Ein verlässlicher Mitarbeiter erledigt seine Aufgaben immer zuverlässig. Oder: verlässliche Absprachen sind wichtig, um Termine einzuhalten. Verlässliche Absprachen sind wichtig, um Termine einzuhalten. Nummer 7 ist anmutig. Anmutig, also graceful. Die Bedeutung: von einer harmonischen und eleganten Bewegung geprägt, ästhetisch ansprechend. Ein Beispiel: Die anmutige Ballerina tanzt über die Bühne und zog alle Augen auf sich. Die anmutige Ballerina tanzte über die Bühne und zog alle Augen auf sich. Nummer 8 ist irrsinnig. Irrsinnig, also insane. In hohem Maße unvernünftig, unangemessen oder übertrieben. Ohne Sinn und Verstand, wahnsinnig.
Ein Beispiel: Die irrsinnigen Preise im Restaurant haben mich fast umgehauen. Die irrsinnigen Preise im Restaurant haben mich fast umgehauen. Nummer 9 ist träge. Träge, also sluggish. Sich nur langsam bewegend, sich nur schwer in Gang setzend. Beispiel: Der träge Kater lag den ganzen Tag auf dem Sofa und bewegte sich kaum. Der träge Kater lag den ganzen Tag auf dem Sofa und bewegte sich kaum. Nummer 10: Quengelig. Quengelig, also whiny. Ständig nörgelnd, jammernd und unzufrieden. Beispiel: Das quengelige Kind wollte partout nicht schlafen gehen und weinte die ganze Nacht. Das quengelige Kind wollte partout nicht schlafen gehen und weinte die ganze Nacht. Und Nummer 11, verlottert. Verlottert. Ja, hier konnte ich keine so richtig gute Übersetzung finden. In schlechtem Zustand befindlich, nachlässig oder ungepflegt. Ja, also ein Beispiel: Die verlotterte Wohnung war vollgestopft mit altem Gerümpel und Unrat. Die verlotterte Wohnung war vollgestopft mit altem Gerümpel und Unrat. Okay, wir sind fast am Ende. Nummer 12 ist wagemutig. Wagemutig, daring. Sich auf Risiken und Gefahren einlassen, kühn und unerschrocken. Ein Beispiel: Der wagemutige Extremsportler sprang ohne Zögern aus dem Flugzeug. Der wagemutige Extremsportler sprang ohne Zögern aus dem Flugzeug. Nummer 13 ist schadenfroh. Schadenfroh, das ist so dieses komische deutsche Wort. Das bedeutet sowas wie to be happy about the suffering of others, so in die Richtung. Also ein sehr komisches Wort. Sich an dem Leid von anderen erfreuen, auf Kosten anderer belustigen oder erheitern. Zum Beispiel die schadenfrohe Reaktion des Nachbarn auf den kaputten Zaun war ungerechtfertigt. Die schadenfrohe Reaktion des Nachbarn auf den kaputten Zaun war unberechtigt. Nummer 14, wehmütig. Wehmütig. Und das ist sowas wie nostalgisch oder vielleicht auch melancholisch. Also traurig und sehnsuchtsvoll, aber zugleich liebevoll und zärtlich, von Schwermut erfüllt. Also ein Beispiel: Der Abschied vom Ferienhaus hinterließ bei allen ein wehmütiges Gefühl. Der Abschied vom Ferienhaus hinterließ bei allen ein wehmütiges Gefühl. Zwei Vokabeln habe ich noch. Nummer 15, heimtückisch. Heimtückisch. Heimtückisch ist insidious. Mit List und Tücke verborgen, hinterhältig und gemein, auf Hinterhalt und Verrat bedacht. Zum Beispiel: Der heimtückische Angriff des Gegners kam völlig überraschend. Der heimtückische Angriff des Gegners kam völlig überraschend. Und Nummer 16, besonnen. Besonnen, also sowas wie prudent or level-headed. Überlegt und vernünftig, nicht impulsiv oder überstürzt. Durch eine kluge und vorausschauende Denkweise gezeichnet. Zum Beispiel: Der besonnene Fahrer reagierte schnell und verhinderte einen Unfall. Der besonnene Fahrer reagierte schnell und verhinderte einen Unfall. Und wie viele von diesen Adjektiven kanntest du? Schreib doch noch ein paar weitere Adjektive in die Kommentare. Okay, und jetzt zur Überraschung. Und zwar habe ich ein kostenloses PDF-Dokument für dich in den Shownotes mit der Liste von diesen Adjektiven und einem kleinen Quiz dazu. Vielen herzlichen Dank, dass du heute zugeschaut oder zugehört hast. Tschüss und bis bald.